heute geht es um Vince Joyner Basics. Und zwar machen wir den Trizep, ja, die Trizepübung. Bevorzugte Übung am Seilzug. Dabei müsst ihr darauf achten, möglichst, wenn ihr ein Gerät habt, dass der Zugpunkt auf Augenhöhe eingestellt ist. Also nicht von oben, sondern möglichst diese Höhe hat oder sogar tiefer. Seilzug nehmen wir dazu. So. Man kann sich also richtig schön reinlegen in die Geschichte. Achtet darauf, dass ihr schön sauber zieht. Beim Trizep würde ich euch, das ist ein relativ großer Armmuskel im Gegensatz zum Bizep, das sind ja drei Köpfe, ihr wisst. Ich würde euch empfehlen, acht Sätze zu machen, also 8x8 ist da eigentlich ideal. Wiederum Volumentraining, kurze Pausen, 15 bis 30 Sekunden. Achtet darauf, wie gesagt, wo der Zugpunkt ist. Umso tiefer der Zugpunkt ist am Seil, umso mehr Spannung habt ihr in diesem Anfangspaar. Ja? Also das Ziehen wird dadurch gleichmäßiger, die Belastung wird gleichmäßiger. Wenn ihr von oben zieht, dann ist am Ende, wenn ihr streckt, kaum Druck drauf. Also müsst ihr mal ausprobieren. Auf jeden Fall, seine Empfehlung war Augenhöhe und dann Ellbogen hier rauf und ziehen.